Das Pulverer Tabakfest ist eigentlich eng verbunden mit der Hermann-Josef-Kapelle und der Renovierung. Im Jahr 1974 wurde die Hermann-Josef-Kapelle renoviert und nach anderthalb Jahren war es dann soweit, dass sie der neue Hahn aufgesetzt werden sollte. Und zu diesem Fest wurde dann von der Dorfbevölkerung durch das Dorf gezogen mit dem Hahnspruch, der vor jeder Haustür aufgesagt wurde. Und die Pulverater spendeten dafür Eier und Geld. Von dem Erlös wurde dann ein großes Fest gefeiert und damals wurden die 500 Eier, die eingesammelt wurden, wurden dann auch hier auf einem Fass gebraten. So entstand der Begriff der Schlawenzeleier. Das, um das kurz mal zu erklären, die Eier werden also nur in der Pfanne gewendet und mit Speck dazu und so werden die auch noch heute am Backfest hier dargeboten. Bis das erste Backfest kam, mussten aber noch 5 Jahre vergehen. Das erste Backfest in Pulverath wurde in Pfingsten 1979 veranstaltet. Damals hatten wir noch nicht diesen Bürgersaal, damals wurde noch ein Zelt hier aufgestellt. Am Pfingsten 1979 wurde, wie gesagt, das erste Backfest hier veranstaltet. Das wurde dann im Laufe der Jahre jeweils an Pfingsten zur Kirmes veranstaltet. Im Jahr 1985 wurde dann der Kultur- und Verschönerungsverein gegründet, damit dieses Backfest auch das entsprechende Personal dazu hatte. Die Feier an sich, das Backfest, wird alles von ehrenamtlichen Helfern hier aus dem Dorf getragen und veranstaltet. Der Verein selbst, der Kultur- und Verschönerungsverein, hat zurzeit knapp 120 Mitglieder, die sich dann auch an dem Backfest sehr mit einbringen. Ich kann mit Stolz behaupten, dass wir an den 2 Pfingsttagen hier in Pulverath etwa 100 bis 110 Helfer im Einsatz haben, die stundenweise ihre Dienste am Pavillon oder in der Küche oder aber auch im Backhaus verrichten. In dieser Zeit haben wir 4 Bäcker beschäftigt, die, wie Sie sehen, heute schon das erste Brot gebacken haben. Die haben heute Morgen um 4 Uhr schon angefangen und die erste Schicht ist jetzt mittlerweile rum. Das sind die Bäcker, die wir hier beschäftigt haben, waren im Laufe der Jahre hauptberufliche Bäcker oder nebenberufliche Bäcker, aber immer mit viel Sachverstand. So, hier sind wir also quasi in dem Herzstück des Backhauses, in der Backstube selbst. Hinter mir sehen Sie die 2 Backöfen, die schon im 19. Jahrhundert erbaut wurden und über die Jahre immer wieder auch renoviert werden mussten. In den 1900er Jahren war es üblich, dass gebacken wurde, weil da gab es noch keine Bäckereien. Im Laufe der Jahre wurde das aber weniger, weil die Familien kleiner wurden. Es lohnte sich also nicht immer, einen ganzen Ofen zu backen. Deswegen wurde hier drin nur noch an dem Backfest gebacken. In früheren Jahren konnte jede Familie hier selbst backen gehen. Diese beiden Kammern, die hier sind, werden schon mittwochs vor dem Backfest das erste Mal aufgeheizt. Dann wird ordentlich mit Holz geheizt, so dass der Temperatur bekommt und somit zwischendrin muss immer wieder neues Feuer eingesetzt werden. Und so hat er die Hitze dann aber bis zum Sonntag, wenn das Backfest dann so langsam ausklingt. Jeweils werden die Öfen befeuert, bis sie richtig heiß sind. Dann werden sie gesäubert und dann wird das Brot in diesen Schal in den Ofen hineingeschoben. Wir bekommen pro Lage 56 Brote rein, sodass wir am Ende vom Backfest etwa 500 Brote gebacken haben. Daneben werden noch Streuselkuchen gebacken, Hefekuchen, der natürlich auf etwas weniger Temperatur gefahren werden muss als die Brote. Das Pulverather Backfest ist eigentlich über die Grenzen hinaus bekannt. Die Leute kommen wirklich von nah und fern und an dem Sonntag, dem Pfingstsonntag, ist nach dem Hochamt, was hier im Bürgersaal noch zelebriert wird, ist hier auf dem Platz ein munteres Treiben.